Herzlich willkommen, ihr lieben Zuschauer. Heute wieder ein ganz wundervolles Interview mit einer ganz tollen Frau, die hier dabei ist, mit Christina von Trein. Und so wie ihr diesen Kanal kennengelernt habt, dass es mir darum geht, dass der spirituelle Pfad sich eröffnen kann, dass ihr Möglichkeiten habt, Perspektiven zu wechseln und auch eine Leichtigkeit ins Leben zu bringen, zu erkennen, dass ihr Schöpferwesen seid, ist jetzt auch genau das folgende Gespräch darauf verknüpft. Christina von Dreien, die ein sehr hohes Bewusstsein hat, die ein erweitertes Bewusstsein hat, möchte uns gerne mit ihrer Wahrnehmung hier gewisse Themen in die Hand geben. Dazu zählen natürlich Seelenverträge, dazu zählen Seelenfamilien und auch unser Seelenplan. Ich heiße dich herzlich willkommen, liebe Christina. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo. Hallo. Ja, wir sind jetzt in dem Zoom und wir werden jetzt einfach ein paar Fragen besprechen. Ich habe mir einige Sachen aufgeschrieben, aber so wie ich mich wieder kenne, wird das sehr intuitiv laufen und ich möchte dich einfach Sachen fragen und stelle dir einfach ein paar Fragen, die du mit deiner Wahrnehmung gerne für die Zuschauer hier beantworten kannst. Christina, was denkst du, ist ein Seelenvertrag? Wie würdest du das jetzt benennen? Also bevor wir ja inkarnieren, dann überlegen wir uns ja, warum wir auf die Erde kommen und um was es uns da geht. Und da reden wir ja auch mit anderen Seelen. Also für mich ist ein Seelenvertrag, das sind diese Abmachungen, die wir mit anderen Seelen machen, bevor wir hier inkarnieren, zum Beispiel in welche Familie man auf die Welt kommt oder wichtige Leute, die man irgendwann dann mal im Leben trifft und dass man auch abmacht, warum trifft man sich und das, also so, das, ja. Also denkst du, dass Seelenverträge, sagt man ja auch in der Spiritualität, vorab entschieden werden und entschlossen sind, um gewisse Begegnungen zu haben? Und diese Begegnungen, die sind ja manchmal auch nicht so angenehm. Die können ja auch manchmal sehr unangenehm werden. Was denkst du, ist letzten Endes aber aus diesem Seelenvertrag, was dabei rauskommt, was wichtig ist, auch mit einer Begegnung, die vielleicht nicht so angenehm abgeht oder abläuft in Lebensverhältnissen. Also, wenn wir noch in der geistigen Welt sind und das miteinander besprechen, dann haben wir immer diesen, dann sehen wir immer diesen Sinn. Also, auch wenn wir dann etwas miteinander abmachen, wo wir wissen, es könnte ein bisschen schwierig werden, vielleicht hier auf der Erde. Aber wir haben dann, wir sehen dann immer diesen höheren Sinn, weil wir dann wissen, der hat dieses Thema und das will er anschauen und ich habe dieses. Und wenn wir zusammenkommen, dann können wir uns da gemeinsam helfen. Aber weil diese Themen halt manchmal ja, ein bisschen schwierig sind, ist das dann manchmal auch so auf der Erde? Aber in der geistigen Welt, da wissen wir, was dafür der Sinn dahinter ist und dass man eigentlich abgemacht hat, weil man ja sich gegenseitig auch etwas spiegelt und sich da dabei helfen kann. Und das heißt aber nicht unbedingt, dass alles, was jemand in seinem Leben tut, dass der das auch vor der Inkarnation so
festgelegt. festgelegt hat, weil wir haben ja einen freien Willen und halt je nachdem, wie das Bewusstsein von einem Menschen ist, es gibt ja Menschen, die sind mehr mit ihrer Seele verbunden und anderen ist es weiter entfernt. Und dann ist halt auch jeder anders. Also da kann es auch sein, dass Menschen vielleicht etwas machen, wo die Seele eigentlich so gar nicht geplant hat. Aber wir haben hier unten den freien Willen und wir können ja auch selber entscheiden, wie wir mit den Situationen umgehen, die wir uns ausgesucht haben. Und je nachdem, wie wir damit umgehen, ändert sich wieder was in unserem Leben. Ja, dieser freie Wille, der hat halt auch einen Einfluss auf alles. Und der verändert dann auch mit seiner eigenen Dynamik vielleicht nicht den Grundsatz des Vertrags, aber die Situation. Ist Ja. es dann zum Beispiel so, dass sich der Mensch aus der Bahn geworfen fühlt? Ist das dann zum Beispiel eine Situation, wo eigentlich was vereinbart worden ist, das aber eine Dynamik angenommen hat und der Mensch sich jetzt gegen die Wand gelaufen fühlt? Das kann es sein, aber manchmal, also zum Beispiel, wenn jetzt Mensch 1 und Mensch 2, wenn die vor der Inkarnation gesagt haben, wir treffen uns und wir treffen uns, weil wir das Thema Akzeptanz lernen wollen. Und wenn dann, und da machen sie aus, dass sie sich vielleicht treffen, wenn sie 30 Jahre alt sind. Und wenn jetzt aber Mensch 1 schon mit 25 dieses Thema lernt, dann von der Schwingung her treffen die sich dann gar nicht mehr, wenn sie 30 sind. Weil es in dem Fall ja nur um dieses eine Thema ging und wenn halt der eine das dann sozusagen vor der Abmachung für sich gelernt hat, dann verändert sich die Abmachung. Also es kommt halt immer ein bisschen darauf an, um was haben wir mit der anderen Seele abgemacht. Und wenn es um so Lernthemen geht, dann wenn man die vorher lernt, dann kann es sein, dass diese Abmachung gar nicht mehr, also dass die sich physisch nicht mehr manifestiert. Und denkst du, dass Mensch 2 trotzdem noch andere Menschen begegnen wird, um die Akzeptanz zu erfahren oder sie selbst vielleicht womöglich auszuleben? Ja. Okay. Also wir wissen ja, dass es vielleicht auch anders kommen könnte. Und dann machen wir so, also wir haben dann schon sozusagen einen anderen Plan, auch schon, und manchmal, also die wichtigsten Dinge, die machen wir ja vor der Inkarnation. Aber wir können ja auch während der Inkarnation, wenn sich irgendwas Großes verschiebt, dann können wir auf unserer seelischen Ebene, unseren Plan während der Inkarnation auch nochmals verändern. Für mich sind zwei ganz wichtige Aspekte bei dem Seelenvertrag, wie wir es als Mensch jetzt benennen, festzuhalten. Das eine ist auf der unsichtbaren Ebene, eben auf der geistigen Ebene, und das andere findet statt eben jetzt hier. Und
Hier wissen wir ja nicht, was vorher ausgemacht worden ist. Hier wissen wir nicht, welche Begegnungen uns ja, begegnen werden, damit wir gewisse Sachen lernen. Würdest du sagen, dass das aus der geistigen Ebene auf alle Fälle Bausteine sind im Seelenvertrag, damit wir bei dem Hier und Jetzt eigentlich wieder zurück zu uns selbst kommen? Zu Wie unserem meinst du das Wesen? Also, mit Bausteinen? die Bausteine, jetzt hatten wir zum Beispiel eben gerade das Erfahren von Akzeptanz. Es gibt ja so vieles, was der Mensch oder die Seele vielmehr erfahren möchte. Und das sind sowieso kleine Bausteine, Vergebung zu lernen, Verstrickungen aufzulösen. Siehst du das auch so, dass das letzten Endes durch den Seelenvertrag uns dahin bringt, dass wir unserem Seelenplan wieder folgen? Also für mich gehören die Seelenverträge zum Seelenplan dazu. Und also aus meiner Sicht geht es ja am Ende immer nur um die Liebe. Weil egal, also man kann ja aus verschiedenen Gründen inkarnieren und Seelenverträge machen. Es geht ja nicht nur darum, etwas zu lernen, aber immer dann, wenn wir etwas lernen wollen. Am Ende geht es ja nicht nur um die Liebe. Also Mitgefühl und Akzeptanz und all diese Dinge, das sind ja nur Teile von der Liebe. Und entweder wollen wir mehr lernen zu dieser Liebe, dass wir dort wieder hinkommen. Oder wir wollen unsere Liebe an andere weitergeben. Aber es geht eigentlich nur um die Liebe am Ende. Wie kann man jemanden, der so im Menschsein drinne sitzt, der so in seinem Leid und nur das Schreckliche in der Welt sieht, daran erinnern, dass es nur um die Liebe geht. Hast du da einen Tipp, wo du jetzt hier mit an den Mann geben kannst, wo man sich vielleicht auch wieder über diese Seelenverträge viel mehr im Klaren ist, dass das einst von einem selbst beschlossen worden ist? So, es kommt halt immer darauf an, man muss ja offen dafür sein. Also ein Mensch, der nicht offen für das ist, der, also da geht es nicht. Aber wenn jemand offen dafür ist, dass man sich wie vorstellt, dass halt alles einen höheren Sinn hat. Und auch die Dinge, die vielleicht passieren, die wir uns nicht ausgesucht hatten, bevor wir inkarnierten, die einfach da sind, weil wir selber und auch die anderen Menschen in unserem Leben, die einen freien Willen haben. Da kann man auch sagen, man kann ja aus allem etwas lernen. Und wenn man sich nicht sicher ist, ob man sich eine Begegnung ausgesucht hat oder nicht, weil das weiß man ja gar nicht immer und manchmal findet man das vielleicht auch gar nicht heraus, aber dass man kann sich ja immer fragen, was das mit mir zu tun hat und was das in mir auslöst, weil also das Verhalten von anderen Menschen, das ist ja sein Thema. Aber wie wir damit umgehen und was wir daraus machen, das hat ja mit uns zu tun. Und dass wir uns ja einfach das bei uns selbst anschauen, weil dann finden wir ja auch den Weg wieder zu unserem Herzen und zu unserer Seele. Also ganz egal, ob wir jetzt wissen, ob wir uns das so ausgesucht haben vor der Inkarnation oder nicht. Es ist, wie es ist, und man kann aus allem wieder zurück in die Liebe oder mit der Liebe durch die Liebe fließen. Hier
Leben. Das hast du sehr schön gesagt und ich finde das auch immer schön, wenn man so bildhafte Beispiele hat. Zum Beispiel, also du hast es eben auch so schön erwähnt mit der Akzeptanz. Glaubst du auch, also gerade durch diese Grundthemen wie Akzeptanz, das große Thema Vergebung, das große Thema Selbstliebe, Seelenverträge dienen wirklich dem, um das in uns wieder auszulösen? Das Gefühl von Machtlosigkeit, aber dann zu erkennen, Moment, ich kann ja vergeben, weil ich erkenne denjenigen ja als das Wesen. Also Seelenverträge als solches zu sehen, das ist nicht wie hier auf dieser Erde ein Vertrag, der knallhart durchgezogen wird, sondern Seelenverträge als Hilfe, um wieder ans Herz zu kommen, ins Herz zu kommen. Über diese Materie, die wir hier haben, und zwar die 3D-Ebene. Ja, also Seelenverträge sind immer nur so, dass sie uns und den anderen, die da dabei sind, helfen. Also wenn wir in der geistigen Welt uns das überlegen, dann wissen wir, dass das für das da ist und dass das irgendwie ein Zwang ist oder was Schlimmes oder sonst irgendwas. Das kommt uns nur hier auf der Erde in den Sinn, wenn wir vielleicht was anstrengend finden oder was nicht verstehen. Aber auf seelischer Ebene wissen wir, dass das einen höheren Sinn hat und dass das ja nicht einfach irgendwie so einfach so ist. Und man kann jemanden aus den Augen verlieren über Jahre und man kommt wieder zusammen und da ist wieder so eine Energie, wo man weiß, dass die Zeit nie verloren gegangen ist. Ich glaube, das ist auch so ein guter Indikator, um zu wissen, diese Person ist in meinem Leben, weil doch letztendlich da ein höherer Sinn ist. Oder jemanden schaut, anschauen und man merkt, man kennt die Person gar nicht, aber da ist sofort eine Vertrautheit da. Würdest du das auch so benennen? Seelenfamilien spielen ja eben auch eine große Rolle bei Seelenverträge. Für mich hängt das alles zusammen. Du hast es eben auch gesagt. Also Seelenplan, Seelenvertrag, ich würde es anders benennen. Seelenvertrag, Seelenfamilie führt dann zum Seelenplan oder Lebensplan. Wir Menschen haben ja die Vorstellung, dass Mutter, Vater, Geschwister, das ist die Familie. Würdest du sagen, Christina, dass die Seelenfamilie auch aus diesen Verträgen stammt, dass einer da ist, der sich zur Verfügung stellt und sagt, okay, ich bin dann der böse Mann, ich helfe dir, dass du vergeben lernen kannst. Und vergess aber nicht, wer ich in der Essenz bin, nämlich der, der dir dabei hilft, in voller Liebe, dass du Vergebung lernen kannst, beispielsweise. Sind das Seelenfamilien? Also meistens machen wir schon mit unserer Seelenfamilie diese Abmachungen. Ja, also Ja, ne? ja. Ja, ich finde das immer so ein schönes Bild und du hast so eine Ruhe und so eine Klarheit und mit deiner Liebe finde ich das auch schön, dass wir jetzt so darüber sprechen, dass uns Menschen beziehungsweise uns Wesen im menschlichen Körper inkarniert wieder klar wird, dass auch der Buhmann, der böse Mann, letzten Endes als Spiegelbild dahinstellt, um eben durch diesen Seelenvertrag eine Energie zu erfahren. Akzeptanz, Vergebung und letztlich auch die Heilung in uns selbst. Der Seelenplan steht dem sehr oft was im Weg hier in der 3D-Form. Also dem Seelenplan, das auszuführen, meinst du, dass es zum Beispiel unausgeglichene Seelenverträge sind, die dem im Weg stehen können? Wenn einer zum Beispiel ständig wegrennt von einer Lektion oder von einer erfahrenen Energie, weil es zu schmerzhaft ist, könnte das den Seelenplan hindern? Also theoretisch schon, weil wir haben ja den freien Willen und
Wir können theoretisch schon von unserem Seelenweg abkommen und ganz woanders hinkommen. Die geistige Welt probiert uns ja schon Zeichen zu geben, damit wir wieder dahin kommen. Aber ob wir darauf hören und ob wir das danach machen, das hängt auch mit uns zusammen. Und also manche Menschen haben nie gelernt, sich selber zu reflektieren. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man ein Thema hat, weil das kann man ja nur lösen, wenn man sich selber reflektiert. Ja, Und entschuldige. manchmal ist es ja auch so, wenn wir ja inkarnieren und zwischen unserem Tagesbewusstsein und unserer Seele, da sind dann sehr viele Schichten. Dann kann es ja sein, dass wir ganz die ganzen Erwartungen und Vorstellungen von der Gesellschaft übernehmen, dann gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich selber wirklich wollen, weil wir nur noch das tun, was in der Gesellschaft als richtig gesehen wird. Und dann kann es auch sein, dass wir gar nicht mehr spüren, was unsere Seele eigentlich will, weil wir einfach so getrennt sind von unserer inneren Führung. Das ist ja dann meistens auch wieder ein Prozess, bis jemand dann wirklich wieder mit seiner inneren Führung verbunden ist. Da geht es ja auch darum, dass man seine Ängste wieder auflöst, weil es macht ja den Menschen Angst, wenn sie merken, irgendwie ist das Leben doch anders, als sie dachten. Und also da gibt es ja ganz viele Themen, die dann halt dann da dranhängen. Und manche Menschen, die haben einfach nicht die seelische Kraft, um ihre Ängste aufzulösen. Und dann gehen sie einfach halt den Weg, dass sie einfach mit dem weiterleben, was halt in der Gesellschaft als richtig gesehen wird. Also jeder probiert ja, jeder macht ja sein Bestmögliches. Und das sieht bei jedem anders aus. Denkst du auch, dass wenn gewisse Seelenverträge, also wenn Seelenverträge vereinbart worden sind und man eben in den destruktiven Strukturen hängen bleibt, wie zum Beispiel auch die Gesellschaft, die Jahreszahl, auch die Erdenmenschenfamilie, wurde ja alles ausgesucht. Und man sitzt dann da drinne und merkt auf einmal nicht mehr, dass man sich so verrannt hat in das Irdische. Denkst du, dass man die Seelenverträge bzw. die Abschnitte auch mitnimmt in eine neue Inkarnation, bis sie dann aufgelöst sind? Also, dass das auch karmisch zusammenhängt? Also es ist schon so, dass wenn wir also in dieser Inkarnation Themen haben, die wir nicht heilen konnten, dann nehmen wir die mit in die geistige Welt und dort schauen wir ja unser Leben nochmals an und wir sind dann wieder bei unserer Seelenfamilie und erinnern uns wieder, warum wir inkarniert sind. Und manche Dinge, die können wir dann eigentlich in der geistigen Welt lösen. Also manche Seelen, wenn sie verstehen, ach, das war darum und
Also es gibt Dinge, die, wo dann die Seele sagt, ja, okay, dann kann ich das so lösen. Und bei manchen Themen, da spürt die Seele einfach, dass sie nochmals auf die Erde will, also dass sie einfach in sich dieses Gefühl hat, sie kann das nicht hier in der geistigen Welt lösen. Und dann nimmt sie das mit ins nächste Leben. Ob das jetzt dann wieder mit der gleichen Seele ein Seelenvertrag entsteht, das muss aus meiner Sicht nicht unbedingt sein. Das kommt halt ein bisschen drauf an. Aber das Thema, also das hat man einfach so lange bei sich, bis sich das löst. Egal, ob man da in der geistigen Welt ist oder auf der Erde. Also kann man auch, wie du vorhin gesagt hast, gewisse Dinge auch schon hier und jetzt auflösen, indem man erkennt, es ist nicht mehr notwendig, weil ich bereits meine Erfahrung damit gemacht habe. Es kann hier auf der Erde passieren und es kann aber auch auf der geistigen Ebene passieren, indem man sich reflektierend nochmal alles anschaut und sagt, also die Seele, die dann entscheidet, okay, da habe ich genug Lektionen gehabt, ich habe es erfahren und für mich ist da jetzt ein Haken hinten dran oder aber ich komme wieder zurück. Aber eben auch hier auf Erden, wenn ich 25 bin und habe die Akzeptanz schon hinter mir, muss ich sie mit 30 nicht mehr einhalten, dass ich sie nochmal erleben möchte. Also du kannst quasi als Mensch auch deine Seelenvertrag Zeilen schon erledigt haben und somit aufgelöst haben und sie kommt dann nicht mehr so wie vorher geplant, oder? Ja. Ja, also sowieso bei Seelenverträgen, in denen es eigentlich nur um darum geht, bestimmte Dinge zu lernen. Und du hast vorhin Heilung gesagt. Das hat mir sehr gut gefallen, weil eigentlich ja alles energetische Heilung, aber auch auf Körperebene zutrifft. Die Urquelle, die Urschöpfung meint es ja absolut gut mit uns. Und du hast es eben so schön gesagt, es geht immer nur um die Liebe. Also authentisch die Liebe wirklich wieder zu spüren. Und ich stelle mir das so vor, vielleicht magst du dazu auch was sagen, dass alle Vereinbarungen, alles an Lebensplan, alle Seelenfamilien nur einem Zweck dienen, dass wir individualisiert werden. Wir kommen hier runter, wir fühlen uns als Einzelkämpfer, wir marschieren los durch die Welt und sehen viel Leid und sind traurig, sehen auch schöne Sachen. Und plötzlich kommt der Moment der Erinnerung. Und wir gehen wieder die Steps zurück, und zwar zu unserem Urwesen, was wir wirklich sind. Und das ist die Liebe, von der du sprichst. Das ist dieses authentische Liebe fühlen. Würdest du das auch so sagen? Ja, also in der geistigen Welt, wenn wir als Seele in der geistigen Welt sind, dann sind wir ja, also dann fühlen wir, dass wir viel mehr mit allem verbunden sind und dass wir auch diese Liebe in uns haben. Aber nicht jede Seele fühlt diese Liebe im gleich, also wir sind ja als Seele nicht voll erleuchtet. Es gibt zwar solche, die sind das, aber weil es gibt ja auch verschiedene Ebenen in der geistigen Welt. Da ist ja nicht alles, also nur eines. Und darum hat jede Seele auch ein eigenes Bewusstsein und auch andere Gründe, warum sie inkarniert. Und unsere Seele, die bekommt ja unsere Erfahrungen hier auf der Erde ja mit. Und sie wird ja auch weiser mit den Erfahrungen, die wir hier machen. Deswegen begegnen wir zum Beispiel oft Kindern oder jetzt auch du bist sehr jung, aber trotzdem ist da eine Weisheit, die aus Seelenebene stammt, die du ja hier auch
reflektierst mit deinen Worten, mit deiner Energie, mit deiner Frequenz. Also ist es doch letztendlich so, dass wir einfach nur wieder zur Besinnung kommen dürfen, um die Liebe hier auszuleben. Jeder auf seine Art, oder? Ja. Also sind Seelenverträge gar nicht karmisch negativ behaftet, sondern absolut positiv zu sehen, oder? Also es gibt schon Seelenverträge, die sind karmisch, aber für mich ist Karma eben nichts, was mit einer Strafe zu tun hat oder dass man zu was gezwungen wird. Karma ist ja nur das, dass wir das, was wir aussenden, egal auf welcher Ebene, dass wir das zurückbekommen. Und Also das hat ursprünglich, ne? So. ja, genau. Also das hat nichts damit zu tun, dass da jemand kommt und sagt, du musst jetzt und also das für mich hat das nichts mit Karma zu tun. Und wenn wir in der geistigen Welt sind, also zum Beispiel, wenn jemand in einem früheren Leben jemanden umgebracht hat und dann kommt er in die geistige Welt und dann schaut er sein Leben nochmals an und dann versteht er, ach so, das war jetzt nicht so gut, dass ich das getan habe. Und in der geistigen Welt versteht er, dass er das gemacht hat, weil er kein Mitgefühl hatte, weil ihm das gefehlt hat. Und dann überlegt er sich halt, wie kann ich im nächsten Leben mehr Mitgefühl lernen, weil ich jetzt gemerkt habe, mir fehlt das. Und es kommt halt auf die Seele drauf an. Es gibt Seelen, die sagen, sie können dieses Mitgefühl lernen, indem sie genau die Situation, die sie dem anderen angetan haben, selber erleben. Und es gibt andere Seelen, die sagen, sie wissen, es geht um Mitgefühl. Sie hängen es aber nicht an diese eine Situation ran. Also je nachdem, wie unser Bewusstsein als Seele ist, gehen wir auch anders mit solchen Erkenntnissen um. Und wenn dann jemand sagt, im nächsten Leben will ich darum Mitgefühl lernen, dann ist das zwar auch karmisch, aber da kommt niemand und bestraft ihn oder sagt, du bist ganz böse und du wirst jetzt gezwungen. Also das passiert nicht. In der geistigen Welt, da kommt niemand und sagt, du hast das jetzt gut gemacht oder du hast das nicht gut gemacht. Also es sind wir selber, die uns dann beurteilen. Und natürlich ist da unsere Seelenfamilie und unsere Geistführer und die schauen mit auf unser Leben. Aber Und stupst es dich ganz dezent auch immer wieder an. Hallo, du wolltest ja. daran. Aber es sind wir selber, die dann die Entscheidung machen. Was lernen wir daraus und wie lernen wir und wie gehen wir damit um? Ganz, ganz wichtig, was du sagst, dieses Bild von einem strafenden Gott oder von einer Wesenheit, von der Ur. Quelle, die straft, hier jetzt wirklich deutlich zu veranschaulichen, das sind immer nur wir selbst, die hart mit uns selbst umgehen, die uns verurteilen und beurteilen, die was erfahren möchten und daraus eine Erkenntnis ziehen. Und wir als Seele, wir wollen ja ein Gleichgewicht. Und wenn wir in der geistigen Welt sind, dann sehen wir eben,
wir dieses Gleichgewicht nicht haben. Und darum haben wir aus uns selbst heraus diesen Wunsch, etwas wieder gut zu machen. Also, das wird uns auch nicht aufgezwungen. Einfach weil wir als Seele viel mehr mit der Liebe verbunden sind. Und bewusst dann in die Dualität eintauchen wollen, um da eben auch diesen Ausgleich für uns erleben zu können. Nur ein Opfer gibt es ja nur dann, wenn es einen Täter gibt oder wenn ein Gefühl des Opferdaseins durch eine gewisse Situation entsteht. Die Dualität spielt also auch hier eine große, große Rolle. Und das ist so schön, Christina, dass du hier auch nochmal wirklich mitgegeben hast, dass Heilung stattfinden darf. Und aber, dass wir uns selber wirklich, also das finde ich so wichtig, das verstehen viele Menschen gar nicht, ich rede jetzt auch nicht aus dem Verstand. Wir dürfen uns selbst annehmen, als Seele, als Körper, als Mensch, als Wesen. Also in der geistigen Welt, da es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, wenn ihr jemand umbringt, dann ist das gut. Also so sind die nicht. Aber sie verurteilen nicht. Also sie zeigen einfach, wo du nicht im Gleichgewicht bist. Und warum nicht? Sie sagen aber nicht, und deswegen bist du ganz schlimm oder doof oder dumm. Also das tun die nicht. Also sie sagen nicht, dass es gut ist, wenn wir etwas Schlimmes tun. Aber sie haben halt dieses Verständnis, warum wir das tun und von dem gehen sie aus. Also sie werfen nicht zusätzlich was hinterher. Und denkst du, dass das auch ein Feld eröffnet, wo wir in der heutigen Situation, in der Lebenssituation jetzt alle als Kollektiv stecken, dass keiner mag Kriege? Also kein bewusster Mensch mag Kriege. Aber ich stelle immer wieder fest, dass gerade auch in der Spiritualität viele Menschen gegen etwas sind und sie erzeugen genau dieselbe Energie, indem sie in diesem Widerstand aufbauen und sagen, das geht nicht, in welcher Welt leben wir eigentlich, es müsste alles voller Liebe sein. Das heißt, in dem Moment nehmen wir uns ja auch den Raum, den anderen ganz authentisch dieses Mitgefühl erleben zu lassen. Also bitte nicht falsch verstehen, ich bin nicht, dass ich sage, ich bin für den Krieg, im Gegenteil, nur dorthin Liebe zu senden, ist die Antwort und nicht in den Widerstand zu gehen. Das ist meine Message. Siehst du das genauso? Ja, also ich finde, es gibt ja einen Unterschied zwischen Verurteilen und Urteilen. Und Sagen, magst du mal erklären? Magst du uns den Unterschied mal erklären? also wenn man ja etwas verurteilt, dann sagt man ja auch automatisch, oh, der ist doof oder dumm oder schlimm. Und wenn man einfach nur etwas beurteilt, dann sagt man einfach, der macht das und der macht das. Und also wenn, Man also stellt viel, es fest. Man stellt es dann fest in dem Moment. Man nimmt es wahr. ja, und viele Menschen denken ja, Liebe bedeutet, dass man alles gut finden muss oder zu allem Ja sagen. Aber für mich bedeutet auch Liebe, dass ich die Dinge beurteile, weil also hier auf der Erde müssen wir das ja, weil nicht alles tut uns gut. Und davon dürfen wir uns auch abgrenzen. Aber das können wir nur, wenn wir sagen, wir beurteilen etwas. Das heißt nicht verurteilen.
Aber dass wir das beurteilen, weil das müssen wir zwar in der geistigen Welt weniger, aber hier auf der Erde müssen wir das, um überhaupt zu wissen, was tut mir gut und was will ich und was will ich nicht. Und im Spirituellen ist das ja etwas, wo viele Menschen sagen, das soll man nicht tun, man soll einfach alles gut finden und ich finde halt, irgendwie ist es besser, wenn wir die Dinge, die uns in unserem Leben betreffen, dass wir die auch beurteilen, um zu wissen, ob es uns gut tut oder nicht. Und dass wir einfach, dass wir das in unserem Bewusstsein haben, dass die Gründe, warum jemand so handelt, dass wir die nicht kennen und dass wir über das auch nicht irgendwie, ja, also wir wissen es halt nicht, aber dass wir schon das, was ein Mensch tut, dass wir das einordnen und darauf auch reagieren, Also weil Liebe ja. bedeutet, dass ich mich abgrenzen kann von Dingen, die mir nicht gut tun. Da kommt mir direkt auch dieses klare Nein zu sagen. Also ein klares Nein bedeutet ja auch ein klares Ja für einen selbst. Zu wissen, tut mir das gut oder nicht gut. Aber letzten Endes meinst du auch, dass man aus der Ferne, weil man sich entschieden hat, da ist für mich jetzt die Grenze und Stopp, aus der Ferne etwas anzuschauen, aber auch hier Mitgefühl mitzuschicken über das Bild aus der spirituellen Ebene. Also man kann ja, wenn man jetzt einen Menschen hat und man merkt, dass man sich da abgrenzen muss, weil einem das sonst nicht gut tut, dann kann man sich ja abgrenzen, aber man muss ja wegen dem nicht wütend auf den sein. Man kann ja sagen, ich mache das einfach für mich. Und dann hat das eine ganz andere Energie. Und wenn es auf der Welt Krieg gibt, dann kann man schon sagen, ich will das nicht, ich will Frieden. Und wenn man eine Wut in sich hat, also ich mache das zumindest so, ich weiß jetzt nicht, ob das für andere Menschen irgendwie auch geht. Also wenn irgendwas in der Welt ist und das löst ein Gefühl in mir aus, dann sage ich mir immer, ich habe zwar dieses Gefühl und der Auslöser, das war jetzt das und das, aber das ist ja gar nicht der Ursprung. Dieses Gefühl, das hat den Ursprung, was weiß ich, wie lange zurück und es kommt einfach gerade an die Oberfläche, weil da die und die Situation ist. Und dass ich mich dann frage, woher kommt dieses Gefühl wirklich? Also, dass man das wie so ein bisschen auseinander nimmt und schaut, ja, woher kommt das wirklich? Und dann ist es auch einfacher, dass man sagen kann, ich nehme die Wut, die ich darauf habe, ich kann die von der Situation abziehen, weil ich ja jetzt weiß, die kommt eigentlich gar nicht von dort. Die kommt von wo ganz anders. Aber wenn man das nicht weiß, dann ist das viel schwieriger, die Wut von dort abzuziehen, weil man ja die ganze Zeit glaubt, die ist wegen der Situation. Und so macht der Seelenvertrag jetzt wieder einen vollen Sinn, dass man sich aus der Ameisenperspektive, also aus dem Jetzt rauszieht und den Überblick sich verschafft und dann wieder eintaucht, aber nicht mehr diese selbe Sichtweise hat, sondern ein erweitertes Bewusstsein in dem Sinne. Also Liebe zu geben ist gleichzeitig auch Liebe in sich zu eröffnen.
Ein sehr, sehr schöner Ansatz, den du hier nochmal als Tipp mitgegeben hast, den man eigentlich in jeder jeglichen Situation, die unangenehm erscheinen, anwenden kann. Das finde ich sehr, sehr schön, dass du das jetzt hier noch mit uns geteilt hast. Und die letzte Frage: Bist du in deinem Seelenvertrag entlassen, erst wenn du abtrittst in dieser Inkarnation, oder ist der Seelenvertrag erledigt und man hat dann keine weiteren mehr? Gibt es das auch hier noch in diesem Leben? Also, ich finde, Seelenverträge hat man ja immer, weil man immer mit irgendwem abgemacht hat. Und die Frage ist einfach, was ist in diesen Seelenverträgen drin? Also, das kann ja schon sein, dass man Seelenverträge hat, weil es einfach um ein Thema geht, was man lernen will. Aber es gibt auch Seelenverträge, wo man sagt, man will zusammen was Schönes in die Welt bringen. Also es gibt ja ganz viele verschiedene und also das ist halt ganz unterschiedlich. Und so fließt der Lebensplan auch wieder rein, Seelenplan, in dem man sich verwirklicht. Also ich finde das so ein spannendes Thema. Solange wir inkarnieren, glaube ich auch daran, dass einfach gewisse Erfahrungen gemacht werden wollen aus dieser Ebene. Und dazu gehören eben auch die Seelenverträge und der vorgesetzte Lebensplan, bevor wir inkarnieren. Und Christina, denkst du, dass sich manchen Menschen aus dem Verstand den Lebensplan vorstellen? Das will ich jetzt noch kurz erläutern, weil ich möchte den Zuschauern hier nochmal was mit an die Hand geben. Ein Lebensplan kann für viele Menschen so aussehen, dass sie etwas erreichen, dass sie ganz groß werden. Aber denkst du auch, dass ein Lebensplan einfach sein kann, dass man für andere Menschen dient? Nicht im Bedienen, sondern aus dem Herzen zu geben. Das ist doch auch der Lebensplan einer Seele. Kann es doch auch sein, oder? Ja. Also müssen wir nicht immer nach diesen großen Sternen, können wir natürlich, alles ist möglich durch die Manifestation. Aber ich möchte jeden wachrütteln, dass durch ein Lächeln ein Lebensplan genauso getan werden kann, durch Hilfe für Tiere, durch Hilfe für die Nachbarschaft, durch einfach Mitgefühl und vor allen Dingen sich selbst wahrzunehmen, also wirklich die Selbstliebe hier zu öffnen. Magst du dazu noch was sagen? Ja, also in der geistigen Welt, da sind uns ganz andere Dinge wichtig als viele der Dinge, die hier in der Gesellschaft wichtig sind. Also die meisten Menschen in der Gesellschaft, die sind ja nur auf der physischen Ebene. Und die wollen dann auch nur physische Dinge. Und physische Dinge sind ja auch toll. Aber der Sinn vom Leben ist ja viel größer. Also, da geht es ja darum, was geben wir anderen Menschen mit? Was geben wir hier energetisch ins Feld? Wie gehen wir mit anderen um? Also, es geht um unser Bewusstsein und unsere Energie und dass wir unser Licht hier auf die Erde bringen. Und das Wichtigste ist ja die Liebe. Und physische Dinge, die sind schön und können das Leben auch leichter machen. Und die sind auch in Ordnung. Aber man sollte einfach nicht vergessen, dass es um mehr geht als um das. Genau so ist es. Vielleicht sagen wir den Satz, ich muss immer innerlich kommt so ein
ein breites Lächeln aus meinem Herzen, wenn du sagst, es geht immer um die Liebe. Lass uns diesen Satz jetzt noch mal ganz verstärkt zusammen sagen, dass es so ausgesandt werden kann. Bist du bereit? Immer nur um die Liebe, okay? Eins, zwei, drei. Es geht immer nur. Es geht immer um die Liebe. Und mit diesen Worten bedanke ich mich recht herzlich für dieses wundervolle Gespräch, für dieses wundervolle Wissen aus deiner Wahrnehmung und freue mich ganz bald, wenn wir wieder ins Gespräch gehen für andere schöne Themen. Denn dein Lebensplan und auch einfach dein So-Sein wirkt ja hier auf Erden, um deine Liebe weiterzugeben, dein Wissen weiterzugeben, wie auch mein Lebensplan so geht und gleichzeitig aber auch für uns die Liebe zu entfachen. Also das hast du jetzt hier sehr, sehr schön gemacht. Ich fühle deine Liebe bis hierhin und sage ein ganz großes Dankeschön.